Hallo YouTube und willkommen zu einem neuen Technik-Faultier-Video. Es geht weiter in der iPad-Reihe. Diesmal ist das neue Zubehör dran, das neue Magic Keyboard mit der Sonderzeichenreihe, mit dem haptischen und größeren Trackpad und mit der Alubeschichtung und natürlich noch der Apple Pencil Pro. Hier hinten, das ist das iPad Pro M4, dann haben wir hier ein Vorgänger-iPad Pro und das iPad Air aus dem letzten Jahr. Das neue iPad liegt hinten links gerade. Das brauchen wir jetzt gerade mal nicht, denn das neue Keyboard soll ja nur mit dem neuen iPad Pro funktionieren. Und da liegen die anderen. Das werden wir jetzt auch gleich einfach mal der Reihe nach testen. Interessant, das Keyboard kostet genauso viel wie die alten Magic Keyboards. Ohne diese drei neuen Sonderfunktionen, wundert mich sehr, 350 Euro in der 11-Zoll-Version, 400 Euro in der 13-Zoll-Version. Och, das ist eine stolze Hausnummer. Gibt es auch wieder in Weiß oder in Schwarz. Ich habe mich hier für die schwarze Version entschieden, aus dem einfachen Grund. In Weiß, ich will nicht sagen, habe ich mich langsam satt gesehen, ne? Aber gerade mit der Alu-Beschichtung sah das gerade dann noch mal im Store ein bisschen seltsam aus, dass ich mir dachte, gut, dass ich schwarz genommen habe. Nachteil beim Schwarz ist, es wird halt speckiger, ne? Das sieht man eindeutig. So, aber jetzt erstmal das zur Seite, das zur Seite. Dann ratschen wir die Folien auf und jetzt einmal schütteln und da haben wir es. So, holen wir raus, da ist noch was drin. Also in der Box jetzt nicht mehr, aber in der Zwischenschicht. Na, wie kriege ich denn mal wieder dieses Foliending auf? So, einmal gerupft, einmal gezupft. Und jetzt drin ist bestimmt noch eine Anleitung. Und wenn da jetzt Aufkleber drin sind, dann schreie ich. Nö, ah doch, wollte gerade sagen, gibt keine Anleitung. Oh, boah, da kommt der Geruch Chinas raus. Apple, was ist denn los? Das ist man so normalerweise von euch geruchlich nicht gewohnt. Das riecht ein bisschen beißend. Puh, oi, das müffelt jetzt aber sehr. Also normalerweise ist man da bei Apple. Oi, das ist echt. Nein, und das jetzt nicht irgendwie, weil ich jetzt hier. Nee, das riecht nicht gut. So, dann gucken wir mal. Ich nehme mal das Weiße einmal ganz kurz zur Seite, gerade weil ja die neuen ja doch ein bisschen anders aussehen. Und dann haben wir jetzt einmal Vorgänger Magic Keyboard und einmal das neue daneben. So, und das fällt direkt auf, wenn wir das auch mal runternehmen. Es sieht ein bisschen größer aus. Nicht nur, dass das Trackpad in der Tiefe dazu gewonnen hat. Ja, doch, da muss man aber genau hingucken. Ja, doch, das ist definitiv, ne, ihr seht das hier, das ist tiefer als das andere. Das zum einen. Dann das zweite, was ja gefühlt jeder Logitech auch, aber jeder Zubehörhersteller hinbekommen hat, nur nicht Apple, die ja für, keine Ahnung, maximal 8 Euro Produkt in der Fertigung, 350 Euro möchten. Ne, eine Sonderzeichenreihe haben sie vergessen oder haben sie gar nicht hingemacht. Hier haben sie es gemacht. Ich glaube, früher hatte Apple das mal so kommentiert, dass dann, da kommen die Leute ja so schwer dran, wenn wir da oben noch mal eine Reihe bauen. Pustekuchen, hat man ja bei anderen gesehen. Und wie haben sie das Problem jetzt gelöst? Naja, sie haben einfach da oben noch eine Reihe hingesetzt. Das, was vorher ergonomisch oder warum auch immer nicht gegangen wäre. So, hängen wir das neue Vierer Pro einmal daneben. So, und jetzt auch, damit wir das auch haben. So, also komme ich bequem dran, kann ich auch nach wie vor vom Winkel alles anpassen, geht nach wie vor zu. Und jetzt die Gewichtsfrage. Ist das so viel leicht? Oh, ich hätte es nicht gedacht. Das ist merklich leichter. Also jetzt, ich übertreibe es, ne? Das sind vielleicht, keine Ahnung, weniger als 50 Gramm Unterschied. Ne? Und wenn ich auch das hier in der Hand habe, denke ich mir auch, da hätte ich jetzt auch auf jeden Fall ein MacBook Air. Ne? Wenn ich sogar ein 13er Pro oder 14er Pro, kann ich vom Gewicht mäßig, die tun sich auch nicht mehr so viel. Das ist halt nicht luftig leicht in dem Sinne, ne? Aber dafür aber auch gut geschützt. Und es passt mal wieder wunderbar. Ich würde fast sagen, wie Arsch auf Eimer. Ja, gucken wir mal wieder. Einmal entsperrt. Zweimal entsperrt. So. Und jetzt rutscht es schon wieder runter. So. Das auf 9 geht auch problemlos ran raus. Und das ist so geil wie kein, ne, wo ich Logitech eben erwähnt hat. Aber das, was Apple tausendmal besser macht, ist dieses, jetzt ist das iPad eine Produktivmaschine. So schreiben sollte ich auch mal. Hallo YouTube, was geht? Tippen geht wunderbar. Ja, wirklich, Hintergrundbeleuchtung ist auch noch da. Trackpad funktioniert. Ja, soll jetzt ja ein bisschen, merke ich das? Jo, das merke ich wirklich, dass es nach oben mehr Platz hat. Oh ja, schön, schöne Weiterentwicklung. Fühlt sich auch besser an.
Und das ist was. Also wahrscheinlich wird das mit dem Alu-Zeug dann doch weniger speckig als die Gummibeschichtung hier. Gute Wahl, gute Wahl. Aber ihr seht es ja auch hier. Na, komm mal her, ihr Fingerabdrücke, zeigt euch. Hält sich bis jetzt in Grenzen. Aber schöne Nummer. So, wir haben die Tasten für die Helligkeit. Na, sollte ich auch in die Kamera halten. Wunderbar. Das ist für mich als jemand, der oft die Autohelligkeit, also fast immer eigentlich deaktiviert hat, ein richtig, richtig, richtig gutes Feature. Für die Lautstärkensteuerung sowieso, zum Sperren, Mute haben wir auch, Pause, Play, Vor, Zurück, Nicht-Stören-Modus, Mikrofon oder Siri und eine Suchentaste. Habe ich ja noch gar nicht gesehen, wir haben sogar eine Escape-Taste. Vorbei sind die Zeiten von Tastaturkombis. Wahnsinn! Okay, damit lohnt sich dieses 400 Euro gerechtfertigt. Absolutes Meisterwerk der Technik. Also, ja, muss man leider sagen, also das haben sie wirklich drauf, aber 400 Euro ist schon pervers. Die Austarierung vom Gewicht ist genauso gut wie vorher auch. Ihr könnt es gerade schwer sehen. Ich gehe gerade bis zur Tischkante ran. Wartet mal, vielleicht kann man das so machen. Einmal, zweimal. So, müsstet ihr das vielleicht... Naja, sieht man nicht wirklich. Also die Idee war gut, aber da unten ist der Tisch. Das Ding steht jetzt noch mit dem letzten, sagen wir, 2 Zentimetern, ne, auf der Tischkante, bevor es runterfällt. Ne, da sieht man es. Und es steht immer noch. Also, genauso ist wieder die Gewichtsverteilung, wie wir es auch vorher schon bei den Dingern kannten. Das haut definitiv hin. Schöne Nummer, Aufstellwinkel passt auch. Ja, doch, ist... Jetzt kommt's. Ne? Das ist was, es kostet genauso viel wie das. Zumindest UVP bei Apple. Ich weiß, die Marktpreise können ein bisschen günstiger aktuell sein. Ja, gar keine Frage. Aber verstehe ich wieder nicht, dass das genauso viel kostet wie das, obwohl es ja... geiler ist, besser verarbeitet, trotzdem nochmal gefühlt leichter und die Sonderreihentaste hat und dann das haptische Feed. Ich verstehe es nicht, Apple. Also das müsst ihr mir erklären. Wahrscheinlich haben da auch gemerkt, das ist jetzt die maximale Schmerzgrenze, was man den Leuten für Zubehör abknöpfen kann, ist erreicht. Mehr geht nicht. So, Apple sagt ja, die Singer sind nicht austauschbar von der Kompatibilität. Glaube ich das? Nein. Probiere es aus? Ja. So, jetzt hänge ich das hier dran. Das hält natürlich null. Na? Müsstest du nicht auch bei den 3 Magneten? Ich weiß nicht, wie das mit den 3 Muscheln funktioniert. Wahrscheinlich haben sie die Magneten genau anders angebracht, dass es jetzt natürlich nicht mehr mit den Verbindungspinnen hält. Ne, das kann ich knicken. Und da das Ganze ja kein Bluetooth-Keyboard ist, kann ich es ja auch nicht irgendwie abmachen und dann das trotzdem so nutzen. Das geht nicht. Also, altes iPad mit der neuen geilen Tastatur nutzen. Könnt ihr euch abschmieren. Wie sieht es andersrum aus? Ich habe noch eine alte, nehme aber jetzt das neue iPad. Kann ich das denn nutzen? Könnt ihr mal raten. Die Magneten halten. Ja, gucken wir mal. Nein, natürlich nicht. Die Magneten halten, aber die Pins rasten nicht ein. Schade. Das war wieder gut gedacht. Ne, die Magneten passen nicht. Die Magneten versauen es. Ist halt... Wundert mich das jetzt? Nein, natürlich nicht wirklich, weil wir hier unterschiedliche Größen haben. Die Dinger sind jeweils genau aufeinander abgepasst. Das stimmt. So, und ja gut, ein Versuch war es wert. Klappt aber nicht. Kommen wir lieber zum nächsten Produkt. Da können wir auch direkt wieder den alten Apple Pencil der 2. Generation versuchen, hier mit zu kombinieren, wo ich mir denke, warum geht das nicht? Apple sagt, die Dinger sind nur kompatibel mit dem USB-C-Ding, was ja angesteckt wird, oder halt dem neuen Pro, wo ich mir denke, wieso können die denn nicht kompatibel sein, obwohl es mir geladen wird, hier nichts angezeigt, ja, in die eine Richtung klappt es auch nur, aber ihr seht es kommt keine Verbindung. Ne? Das ist ja das, was man sonst immer da gewohnt ist. Das ist wieder, denke ich mal, eine künstliche Beschneidung von Apple. Warum der alte Apple Pencil oder der für 100 Euro es da nicht auch bringt. Oder 119, glaube ich, war der Preis. Jetzt gibt es den Pencil Pro, kostet 150. Steht auch nochmal fett drauf. Ne? Und der ist halt sowohl kompatibel mit den neuen M4 Pros als auch mit den neuen M2 Airs. Mit keinem anderen. Weil die neuen Funktionen, sagt Apple, natürlich nur mit diesen Dingern funktioniert. Wobei ich mich dann auch frage, die alten iPad Pros haben auch den M2 Prozessor. Wie die Airs, sollte doch funktionieren, aber was weiß ich schon. So, dann Apple Pencil Pro Bedienungsanleitung. Boah, da steht auch nur, ne, dran machen zum Laden und so tauscht die Spitze aus. Zu den neuen Funktionen steht hier nichts. Und da muss ich ja auch wieder sagen, ne, der neue Pro Pencil kostet genauso viel wie der alte 2. Generations Pencil. Da waren ja auch, die waren beide 150 Euro, ne?
So, und dafür dann auch hier wieder die neuen Funktionen, das haptische Feedback, mehr Bedienungsmöglichkeiten, Druckmöglichkeiten, die Drehmöglichkeiten. Das ist schon, finde ich dann wieder, ich will nicht sagen, musste Apple loben. Nein, dass sie die Preise nicht noch weiter erhöhen, das auf keinen Fall. Na, aber die haben sie ja vorher schon so gemacht. Gut, dann bringen wir den mal an. Zack. So, und es wird angezeigt. Kriege ich hier ein kleines Tutorium? Natürlich kriege ich das. Willkommen beim Apple Pencil Pro. Ich kann ihn drücken, Werkzeuge mit einer Geste wechseln, kritzeln, einfache Aufnahme von Bildschirmfotos. Drücken, ausprobieren. Drücke den Apple Pencil, während er über den Bildschirm schwebt, um schnell die gewünschten Werkzeuge zu kriegen. Ich drücke einfach. Achso, guck mal, da haben sie die Seite nach oben. So rum meint Apple, sollte man den benutzen. Oh, ich habe, als ob ich ihn zusammendrücke. Aber da drückt sich nichts. Ich habe hier wirklich so ein tolles haptisches Feedback. Oh, mega. Also vom Gefühl, genau wie wir es von den Trackpads kennen. Ich drücke drauf, es bewegt sich nichts, aber irgendwie so ein Vibrationsmotor generiert mir das Gefühl, als ob ich ihn zusammendrücke. Super. Drücke den Apple Pro, während er über dem Bildschirm schwebt und dann drücke ich was raus und drücke ich nochmal. Oh, jetzt habe ich was ausgewählt. Krass. Gut, Kritzeln ausprobieren für die Handschrifterkennung, das kennen wir auch schon. Ne? So, hallo, wenn du daraus Hallo machst. Helle, hätte mich auch gewundert. Löschen, ne? Streiche ein Wort raus, um es zu löschen. Funktioniert auch. Auswählen, wähle Texte aus. So, na, achso, ich einkreisen war das, genau. Tschupp. Ja, fast gepaukt. Aber schönes Tutorium und schön, dass man das hier auch direkt ausprobieren soll. Mega. Ein neues Wort in den Satz einfügen. Halte den Pencil immer das Wort und dann, was sollte ich machen? Jetzt hätte ich mal aufpassen sollen. Achso, hätte ich nur einfach einsetzen können. Nee, irgendwas. Oh, Worttrennung. Richtig. Oh, verbinden. Verbindezeichen, trennende Wörter. Ja gut, das hatten wir ja eben. Was wollen wir jetzt wieder einfügen? So, einfach davor. Ach so, einfach davor mit dem Ding gehen. Also, davor gehen. Eigentlich würde ich doch gerne mal die Schattenfunktion machen. Wo ist? Na, den kann ich jetzt auch finden, wenn ich ihn irgendwo liegen lasse oder wenn er mir aus der Tasche fällt in der Bahn. Dann habe ich Hoffnung, dass ich den wiederfinden kann. Ja, ne? Oder kann ja auch sein, dass der mir im Hörsaal, in der Schule, in der Klasse oder wo auch immer. Und dann habe ich wenigstens eine Chance, das Ding wiederzufinden. So, jetzt aber suchen, kritzeln. Nein, fangen wir mal hier an zu kritzeln. So. So, ach, jetzt bin ich natürlich schon im Nachtmodus. Ich hätte doch gern das mit dem Schatten gesehen. Kein Problem, wir wechseln einfach mal wieder auf hell. So, und jetzt bin ich hier und jetzt kommt hier was mit dem Schatten oder gab es das nur in einigen Apps? Da muss ich hier aufpassen mit dem Umgebungslicht. Oh! Wobei, ist das jetzt ein richtiger Schatten oder ist das der... Das ist der simulierte Schatten. Es gibt ihn wirklich. Guckt mal hier. Das, was ich bisher nur in... Na, jetzt macht er ihn wieder nicht. Oh, da, guckt mal hier, wie der Stift kommt. Ich glaube, es ist zu hell für die Kamera. Aber mit dem... Da. Ja, wobei, das ist jetzt der richtige Schatten. Na, ist auch meine Hände zu sehen. Aber es sind zwei Schatten. Na, da seht ihr ihn. Also da unten der Hauptschatten und darunter das, was da schwarz dunkler ist, ist der, wie soll man sagen, der computergenerierte. Oh, ist das mega. Also die Illusion ist perfekt. Der blendet sich auch ganz kurz. Der kommt auch, der wird erst eingeblendet, wenn man kurz davor ist mit dem Stift. Ah, das ist, da sieht man ihn. Ne, was ihr da jetzt da unter dem Stift seht, das ist nicht der Schatten hier von den ganzen Lampen, sondern tatsächlich der computergenerierte. Der taucht auch. Oh, schöne Illusion. Schöne Illusion. Ja doch, das sind wieder die Kleinigkeiten, die das gut machen. Vom ersten Schreibeindruck merke ich dann einen Unterschied zu dem anderen. Nein, kann ich den alten auch wirklich nicht da benutzen. Und den neuen auf dem alten iPad Pro? Natürlich nicht, der wird noch nicht mal geladen. Wäre ja auch zu einfach. Ich meine, wie kann ich denn da was verändern? Es wäre doch zumindest, egal. Was aber geht, auf Entfernung drücken. Oh, wieder die Sache. Jetzt hätte ich mal Pinsel ausprobieren müssen mit dem Rotationsfeature. Okay, ihr hört dann doch viel Unverständnis raus, dass Apple die neuen Sachen so beschneidet. Ja, ne, man ist halt wirklich gezwungen, sich, gerade beim Stift finde ich es doof, wenn ich einen alten gehabt hätte, den hätte man bequem weiter nutzen können. Das verstehe ich nicht, dann hätte ich zwar diese coolen neuen Funktionen halt nicht gehabt, aber ich müsste jetzt nicht nochmal 150 Euro ausgeben, um mir einen neuen Stift zu besorgen. Bei den Tastaturcases kann ich verstehen, weil ja auch die Umrandung im zugeklappten Zustand anders ist. Ja, okay. Dass Apple die Preise nicht erhöht, das Zeug. Und es zeigt sich einfach jetzt schon mal von den ersten Minuten, wie ich hier rumspiele. Und ihr hört ja dann doch die Begeisterung. Das sind Produkte, die waren vorher schon gut. Und ich habe zähneknirschend das viele Geld dafür ausgegeben. Aber ich habe einen entsprechenden
geilen Gegenwert bekommen. Auch wenn ich mich immer nach wie vor darüber aufrege, dass es hier gerade beim Tastaturcase maximal ein 8-Euro-Produkt ist, was für den 20-fachen Wert oder so verkauft wird. Kommt das hin? 10, 80? Nee, für den 40-fachen, oh Gott, ne? Verkauft wird. Aber es war halt, und das war ja auch immer in den Vergleichen mit den Drittanbietern Tastaturdingern so, ne? Nichts ist so fluffig leicht und dann doch so wieder so ansprechend und sexy, wie Apple das hier macht. Trotzdem abartig vom Preis. Und hier haben wir das Gleiche wieder, aber in, juppie, wir haben die Preise nicht erhöht und es ist nochmal mehr sexy. Es ist nochmal mehr, es klingt jetzt wirklich mies. Ne? Nachdem ich das jetzt hier gesehen und gefühlt habe, will ich das nicht mehr nutzen. Ich will das, nicht das. Und da, keiner kann das so perfekt wie Apple. Vielen Dank fürs Zugucken. Macht es gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.